Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Extension Ultimate Let's Play. Ja, leider ist die Welt weg, weil ich natürlich Windows Crash hatte und alles mögliche Blue Screen und leider dann Windows neu aufsetzen musste, aber das macht nichts, wir fangen neu an, aber auf einen besseren World Generator, den ATB als Alternate Terrain Generator. Ich will gerade kurz schauen, ob ein paar Mods drin sind, die ich mag. Ich weiß es nicht. Timecraft X, das ist denn der normale Timecraft auch drin? Könnte sein. Und dann noch schauen, ob Ding drin ist. Da ist Timecraft. Gut, Timecraft ist drin. Wie heißt es? Twilight. Twilight Forest, glaube ich. Aber ich glaube, das ist nicht drin, aber macht nichts. Das ist sowieso nicht so der Mod, der so wichtig ist. Einfach eine Dimension und ja, mit neuen Bäumen und so. Ab der Regenbogenwald gefällt mir nicht so. Und der Feuersumpf, naja, das haben wir hier auch mit Biomes of Plenty. So, ich habe gedacht, wir machen hier ein paar ja, spezielle Sachen in dieser Welt. Und dazu gehören, ja, wie soll man sagen, ja, das werdet ihr dann sehen. Ja, das werdet ihr dann sehen und ja, ich werde es in der ja im Verlaufe dieses Partes dann erzählen. So, also starten wir eine neue Welt. Also es geht mir darum, dass wir irgendwas Schönes bauen. Wir haben so viele Holzarten, neue. Wir haben so viele Steinsarten, alles mögliche und wir könnten da etwas sehr, sehr, sehr Schönes bauen. Und ich habe mir gedacht, wir bauen einfach eine lebendige Welt. Wir haben hier ein NPC-Plugin drin, das wahrscheinlich auch so macht, dass wir sie auch befähigen können und Kinder erzeugen können, alles mögliche. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach eine düsche Welt, machen dann ein Timecraft, einen Liegestuhl, wo jederzeit wieder in die Tropicraft Welt reingehen kann, Urlaub machen können, dort ein Urlaubsparadies bauen und alles mögliche, alles schön, wunderschön modelliert. Also modelliert, gebaut von uns, dem Baumeister. Bob, der Baumeister. So. Weiter. So, jetzt. Irgendwie buggy, sehr, sehr buggy. Wir gehen jetzt friedlich, bauen etwas Schönes aus und gehen nur auf einfach, wenn wir weit weg sind, damit wir die Gegenden nicht kaputt machen. Und wieso flackert das so komisch? Ich will nicht, dass es so flackert. Ja, das Texture Pack ist Sparks Pur HD Texture Pack 128 mit dem Biomes of Plenty Pack noch drin und ein bisschen fehlerhaft, ein bisschen laggy, aber das wird schon. Hey, ich habe durchgehend 40 FPS in einem Mod Pack, das ist mal ein Wunder.
dass wirklich nur die Weltgeneration ein bisschen schlecht, mehr auch nicht. So. Oh, die schönen Blätter, die runterfallen. So, hier können wir uns wirklich Zeit nehmen. So, was ist das? Dornen. Die nehmen wir nicht mit. Wir wollen keine Dornen. Ein paar Blümchen. Sumpfblume. Ja, wieso nicht? Hier gibt es leider ein bisschen Sumpf, das mag ich nicht. Ich bin so ein Anti-Sumpf-Mensch. Sumpf ist für mich Pest. Sumpf ist für mich, naja, nicht schön. Seitdem, als der Sumpf, er ist ja reingekommen mit Beta 1.8. Da war er wunderschön, hat er wirklich noch Style. Und dann kam ja die Umwandlung bei 1.1 zu einem dunklen, also es wurde alles ein bisschen dunkel und das mag ich nicht mehr so. Und deshalb, ja, habe ich Sümpfe nicht mehr gern, weil es halt eben ins Negative verbessert, verschlimmbessert wurde. Jo, also hier haben wir zwei Setzlinge. Da können wir eigentlich direkt eine Axt machen. So. Spitzhacke und eine Axt. Dann nehmen wir die weg. Können wir direkt, so. Ich bin halt nicht ein Spezialist mit dem neuen System. Ah, oh, geht so nicht. So. So. Ach, ich muss mal wieder ein paar Survival Games machen. Gut. Ah ja, eine Ding für die Achievement. So. Haben wir noch ein Holzschwert? Wir haben alles Holzwaffen. Holzwerkzeuge, Holzwaffen. Supi. Oh, das geht immer noch so lange. Eine Weide, das ist doch mal schön. Eine Trauerweide wahrscheinlich. Es gibt keine Abbau-Ding-Animation. Wir nehmen hier lieber Erde. Da müssen wir nicht so scheiße abbauen. So. Sieht schon mal interessant aus, wie man auf der Minimap erkennen kann. Wir können hier noch ein bisschen rauszoomen. Und die beiden Setzlinge sind schon am Boden. So. Ah, geht schnell. Und ich finde irgendwie der Mod, der die Blumen hier macht, irgendwie... Naja, es ist nicht störend, aber sinnlos irgendwie. Für was brauchen wir so viele Blumen oder... Oder fühlt sich dann das an, als würde man die Naturgöttin sein oder so? Wir hinterlassen Blumen. Ein bisschen Matsch mitnehmen. Vielleicht können wir das noch für das gebrauchen. Wie geht? Weg damit. Ich habe mich in eine Made verwandelt. Nicht? Nein, nicht den. Ah, hier. Yay, ich kann mich in eine Made verwandeln. Ja, wie kann ich jetzt runtergehen? So, jetzt. Ja. Ausführen. Wie kann ich mich jetzt in eine Made verwandeln? Durch die neue Installation hatte ich wieder... Ja, diesen... Diese Verwandlung. Ja, ich will mich verwandeln. Wie geht es denn bitte? Optionen. Steuerung. Ja, wo ist es? Es war doch irgendwo hier unten. Morph. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. More creatures.
Auch ein sehr, sehr schöner Mod. Ha! Mob Writer, Magica, mein Chica, Morph. Next. Wähler rechts, Wähler aus, Return. Nehmen wir Back. Und Wähler entfernen tun wir auf die Wiede. Ich habe die Slash vom Numpad genommen. So, jetzt auswählen. 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 Yay, wir werden zur Made. Yeah. Was ist cooler als eine Made zu sein? Wir sind Hero Maggot. Yeah. Hey, ich bock mich noch ein bisschen fett. So. Und irgendwie ist ein bisschen buggy. So. Als Made gehen wir jetzt unseren Weg und wir... ach, das ist nicht so gut. Ach, komm. Darf ich mich nicht mal... Ah, komm schon. So, jetzt. Ich jetzt wieder zu... Ja, ich werde zum Menschen wieder. Jetzt bin ich wieder kein Mensch. Ich will zum Mensch werden. Ah, ich war in der Erde. Deshalb. Oh mein Gott. Nein, nicht wieder zum... ich wollte das machen. So. So ein schöner Baum. Weizengras. Ah, hier ist ein Häuschen. Oh, das Wasser sieht denn lecker aus. Also. Okay. Dann werden wir jetzt mal hier hingehen. Ein paar Dinge mitnehmen. Gästen ist das, glaube ich. Und in dieses Haus kann man gar nicht reingehen. Wieso nicht? Ah, doch, hier. Hallo, Fritz. Warum verschwendest du meine Zeit? Wieso hast du nur einen Fichtensetzling in der Truhe? Hm? Was war denn das? Irgendwas war hier im Horizont. Das kann man, glaube ich, nicht abbauen mit einer Holzspitzhacke. Holzschaufel. Das sind einfach Erze in Gräbel. Was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Aber das ist bei Tinkers Construct so. So, es läuft leider nicht ganz flüssig irgendwie. Und der PC, vor allem der Lüfter, der läuft in Akkord. Dieses Modpack müsste extrem viel Leistung verbrauchen, dass der Lüfter so läuft. So, ich brauche neue Biome. Ich dachte, hier gibt es gute Biome auch von Dingen. Also in Türme gehe ich nicht, wenn ich Peaceful habe. Das wäre ja keine Herausforderung. Okay, hier kommen lang. So. Also die Bäume gibt es von Biome zu Plenty, aber die Gebiete gibt es irgendwie hier noch nicht. Ah, dort haben wir Sitze. Aber in ein Sitze-Biom gehen wir nicht, weil wir haben ja die Tropikraftwelt, wo wir dann Sitze-Biom haben. Aber hier gibt es eben noch Sumpf, das nervt ein bisschen. Da müssen wir zuerst ein bisschen laufen. Hier haben wir ganz viel Matsch. Brauchen wir für das etwas? Ein Matschblock. Eine matschige Spitzhacke. Oh Gott. Ein matschiger Harnisch. Eine Matschsense. Okay, also nichts geschieht. Also
Man macht ein bisschen Matschblock. So. Dann können wir hier nicht. Okay, dann geht es nicht. Und hier leiten wir Schaden. Das wollte ich ausprobieren. Und überall Seelen, die wir nicht einsammeln können. Schaf, ich brauch dich. So, mit dem ATG gibt es Vulkane. Ich möchte irgendwo einen Vulkan finden. So, das ist von Tamcraft. Ein Großholzstamm. Mit diesen kann man die Geräte bauen. Da nehmen wir doch ein bisschen mit, aber so, dass es nicht gerade scheiße aussieht. Aber wir finden sich nochmal so ein Großbaum. Yeah. Sind wir jetzt ein Huhn? Ha, wir können zum Cricket werden, zur Heuschrecke. Wir werden zum Huhn. Yeah, das ist doch gut. Leider ein bisschen langsam. Aber wir können sogar rennen. Wir können... Hey, Krokodil, willst du Huhn? Willst du ein bisschen Huhn? Nicht? Eine Maus! Ja, wir schlagen gar nicht zu. Yeah, ich bin ein Mäuschen. Eine Katze kann ich auch sein. Hey, Katze, komm mal hier hin. Kannst du gegen mich bestehen? Ich bin eine Maus. Hä? Ich bin dein größter Feind. Was ist das, eine Blume? Sieht komisch aus. Ein Elefant. Die Maus macht dem Elefanten Angst, wie man so gut sagt. So. Und was ist das? Ein Busch. Oh, ein Busch. Ein Busch, ein Busch, ein Busch. Kommt hier nichts raus. Schade. So, da haben wir hier. Hallo. Komm jetzt runter. So, jetzt. Ich werde zum Elefant. Nur so ein kleiner Elefant, schade. Oh, der ist so langsam. Dieser Baum könnten wir als Haus verwenden. Aber da ist auch Sumpf oder so. Swampland oder so, Wetland, genau. Das ist sehr bekanntes vom Biome Supplendi. Ein kleines Minischweinchen. Ich nehme hier mal nur noch eine Palme mit. Die kleine da. Passt nicht so. Aber vorhanden zuerst zurück. Ach komm. So. Fertig jetzt. Diesen Blödsinn. Später dann wieder. Die müssen wir so kaputt schlagen. Gut. Und... Obla. Ja, nicht lecken. Gut. Dann haben wir das. Wir haben schon voll. Ja, wir haben viel zu viel Holzbretter verteilt. Was ist denn das? Das nehmen wir mit. Sodele. Noch ein paar. Jetzt brauchen wir nur noch ein Setzling. Seitan. Das können wir wegwerfen.
Schleimbällen nehmen wir mal mit. Hellgraue Wolle mitnehmen. Rohes Hühnchen. So. Komm bitte, einen Setzling von diesen Palmen. Von Tropicraft sind die. Noch ein Holz. Okay. So. Na? Gebt ihr ein Setzling? Ja, wir haben einen. Noch ein. Ja, noch ein. Gut. Also jetzt haben wir zwei Setzlinge, ja. Jetzt nehmen wir die Setzlinge noch mit. Und dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Schauen, ob es ein schönes Örtchen gibt. Hexbaumstamm von Arsmagica 2. Aha. Oh, das ist ein großer Baum. Eigentlich könnte ich ja jetzt ein bisschen Werkzeug herstellen aus Stein. Machen wir das zuerst. Weil es geht dann viel schneller. Doppelt so schnell oder so. Na, 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 na. So, jetzt gehen wir weiter noch, ja, so bringt es natürlich noch nichts. Wir müssen schon eine Axt herstellen. So, so, gut. Ja, toll. Machen wir den Sand hier hin. Nehmen die, nicht die Gersten, die, nicht die Samen, die Gersten. So. Jetzt können wir hier schön alles abbauen. Ich hoffe, wir kommen überall hin. Aber dann haben wir auch von diesem Baum die Setzlinge, wenn es überhaupt Setzlinge gibt. Okay, überall gibt es hier noch Äste. Aber bald ist es fertig. Also mit diesem Baum könnte man auch irgendwas bauen. Aber eben, es kommt darauf an, ob es überhaupt Setzlinge gibt, weil ich, so wie ich es gesehen habe, droppen die nicht. Ich weiß nicht, wie man die sonst bekommt. Oder ist es gewollt, dass man die nicht bekommt? Keine Ahnung. Ja, hier flackern überall die Blätter rum. Wackeln ein bisschen herum. Die Backen. Bisschen ein Fehler. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ein paar Blätter noch ab und also bauen. Ich weiß nicht, wie man die bekommt. Tut mir leid.
Aber ist jetzt auch nicht das schönste Holz. Schauen wir die mal an. Also Großbaum macht groß, also dunkle Bretter. Weide macht so grüne Blätter. Ja, die haben ein schönes. Da möchte ich schon ein paar haben, bitte. So, hier drüben oben hat es auch noch ein paar. So, und hier drüben wahrscheinlich, ja. So. Die große Herausforderung. Fällen Sie einen Baum. Die Challenge. So. Und jetzt? Ach Mist. Also nicht so gut. Da müssen wir hier hoch. Und jetzt abbauen. Gut. Jetzt haben wir hier überall ein paar Baumstämme noch am Boden. So. Ist das ein Setzling? Nö. Was war das? Keine Ahnung. Palm Tree Weidensetzling. Irgendwo war doch das. Keine Ahnung, was das war. Ja, jetzt ist kein Baum schon mehr. Ah, da oben ist ein Setzling. Das muss ich unbedingt haben. Diesen Setzling. Hier. Sehr schön. Also einen haben wir. Die sind ja so selten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Witchwood Sapling. Nur einen. Könnte wirklich die Gefahr noch bestehen, dass wir, wenn wir den setzen und auswachsen, dass die dann keinen Setzling gibt, der nächste Baum, dann haben wir einen Setzlingverlust. Das ist nicht gut. Da ist noch einer. Sehr schön. Zwei. Dann lassen wir mit zwei, dann verlieren wir auch nicht alle. Und gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal hier rüber, da hat es doch eine Insel, sehe ich. Oh, ein großes Blumenbiom. Schauen wir mal, also das ist der Ozean. Mist, dass wir gerade an einem Ozean spawnen. Das ist wirklich das absolut unnötigste Biom. Es würde auch ein kleines Meer reichen. Aber nein, es muss natürlich direkt ein Ozean sein. Wollen wir hier eine Villa bauen? Eine Villa kunterbunt. Ja, da ist auch wieder Permafrost-Biom und hier hat es eine Essenz von Timecraft. Die kann man so aufschlagen, da kommen Essenzen raus. Oh, aber ein schöner Berg. Der ist nicht schlecht. Also schauen wir mal, wie dieses Biom heißt. Irgendwie etwas mit Blumy, Flowery. Weiß es nicht mehr genau. Dafür spiele ich zu wenig Biomes Aplenty. Das ist der Beach. Der Strand. Das ist das Garten. Nehmen wir keine mit. Naja, die oberen kann man, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Und die Blumenstängel, weiß ich nicht. Oh, du armer Bär. So. Ja, Holz.
das Holz, die Holzspitzhacke bauen, lassen wir hier. So, was denn hier unten? Archinalikium. Kohle könnten wir mitnehmen. Ach komm, was soll ich denn mit wegwerfen? So, jetzt haben wir wenigstens Kohle. Was ist denn das für ein Vogel? Ein bisschen lauter kann ich doch stehen, oder? Bisschen die Musik höher. Aber Kampfgeräusche, die sind extrem laut, die kann man leider auch nicht viel leiser stellen. Und irgendwie höre ich immer noch zu. Ja, jetzt ist es schon besser. Ich weiß nicht, wie ihr es hört, aber ich höre gerade fast nichts. Also habe nichts gehört. In der Testaufnahme hatte ich da lautere Geräusche. Okay, gehen wir weiter. Nicht zu viel Kohle abbauen. Ja, hier geht's wieder raus. Jetzt noch ein... wie heißt die prähistorische Ding? Bernstein, genau. Ein Bernstein. Jetzt sind wir im Herzland. Im Herzland. Ich will in den Bären sein. Süß. Kann man dann auch große Bären sein? Oder sind wir jetzt immer kleiner, weil wir zuerst einen kleinen Bär getötet haben? Hm, hier sieht es noch schön aus. Ich mag irgendwie nicht so grünes Gras, eher so ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, bisschen herbstlich. Ja, die brauchen wir nicht, die Bären. Das ist Müll, die pflanzen sich zu viel fort. Oder wie man so schön sagt, sie wachsen einfach wie extremst. Und hier ist ein Panther. Haha, Bär gegen Panther, wer gewinnt? Big Cat. Die Schlanken könnten mir auch sein, aber das wäre ein bisschen... Dann ein bisschen... Naja. Zu dünn, zu lang, zu... Wahrscheinlich bangt die auch noch in der Erde herum. Also jetzt sollten wir langsam mal irgendwo... bleiben. Das ist Zimt. Wir könnten... Das ist jetzt ein anderer Berg. Nein, das ist immer noch der gleiche. Wir könnten zu einem anderen, einem schönen Berg gehen und dann irgendwo oben oder so eine Villa bauen. Oder vielleicht finden wir auch ein Dorf oder so. Je nachdem. Das ist einfach ein Forest. Nein, das ist Woodland. Was ist der Unterschied? Größere Bäume. Ah, ich will mich wieder zurückverhandeln. Hallo. Nein, ich will mich zurückverwandeln. Ah, jetzt bin ich wieder... Ah, das Menü. Hier sind Blaubeeren. Die Schlümpfe haben doch Blaubeeren, essen doch Blaubeeren, oder? Ah, das ist ein Berg, der nicht zu groß ist. Hat hier ein schöner Baum hier oben.
Das wäre natürlich schön. Oh, ein fetter Baum. Oh, ist der fett. Was haben sie mit dir gemacht? Du hast dich ja prächtig entwickelt. Aber leider ist hier alles zugewachsen. Na, ich weiß nicht. Ich kann mich nie entscheiden. Ich kann mich wirklich nie entscheiden, ob ich hier bleiben soll. Wie sieht denn die Map? Ein bisschen könnten wir noch gehen. Ja, ein bisschen könnten wir noch gehen. Hut. Wir haben einen Hut. Ja. Fertig. Yeah, Baby. Sieht aus wie so eine Wackelpuppe. Ein bisschen gehen wir noch. Ich werde kurz die Aufnahme unterbrechen, wieder anmachen, weil sonst Fraps zu lange große Dateien macht. Bis gleich.